herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich begrüße Sie hier live und natürlich auch live im Internet bei unserem Livestream. Ich freue mich oder wir freuen uns, dass wir heute hier sind zur Abschlusspräsentation des Jugendhakt hier in Halle Saale. Und zwar ist die erste Gruppe die Gruppe Binär Face und Truth by Trust. Zwei Projekte in einem. Wie das Ganze jetzt in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt, werden uns hoffentlich gleich Paul, Gustav und Simon erzählen. Also, dass junge Menschen so engagiert und so enthusiastisch an ihren eigenen Ideen und Projekten arbeiten, muss ich sagen, habe ich auch selten erlebt. Die können gar nicht aufhören. Jetzt wäre es natürlich trotzdem toll, wenn es uns die Technik ermöglicht, und das tut sie gerade in dem Moment, dass wir die erste Gruppe uns anschauen können. Also nochmal, Paul, Gustav und Simon erzählen uns von Binär Face und Truth by Trust. Viel Spaß damit. Ja, also unser Projekt heißt Binär Face bzw. Truth by Trust und das Ganze ist ein Website-Projekt. Das heißt, auf einer Website laufen News und andere Dinge, die Langeweile vertreiben sollen. Also das können IT-News sein, das können Fun-Facts sein. Und ganz genau, was man auf der Website machen kann, ist einmal Spiele spielen, einmal Informatik-News anschauen und einmal den XML-Atom-Feed von Simon und Gustav anschauen. Kommen wir nun zum Truth by Trust. Bei diesem System handelt es sich um ein System, wobei vertrauenswürdige Quellen, in dem Fall Nischenautoren, die halt ziemlich unbekannt sind, auch Texte verfassen können. Dies wird aber von einem unvertrauenswürdigen dezentralen Server geregelt. Um dieses Problem zu lösen, setzen wir PGP ein. Das Prinzip ist folgendermaßen: Ein Client generiert sich ein Schlüsselpaar und signiert dann anschließend seine Nachricht. Diese übermittelt er zum Server an eine REST-API, der Server speichert sie dann in einer Datenbank. Davor wird sie noch verifiziert, dass sie auch mit dem richtigen Schlüssel signiert wurde. Anschließend wird die Nachricht dann per Atom-XML-Feed, der dann durch den Client gepasst wird, zur Verfügung gestellt. Und der Client kann selbstständig verifizieren, ob der Autor tatsächlich diese Nachricht verfasst hat. Umgesetzt wurde das Ganze mit dem Python-Framework Flask. Das ist für den Server zuständig, allerdings fehlt noch der Client. Unsere Pläne, die wir noch machen wollen, sind zum Beispiel das Einbinden von anderen Signaturen von Autoren oder Artikeln in einem Feed. Das war's. Vielen Dank euch dreien für die Präsentation. Also ich habe das richtig verstanden, es geht um Nachrichten, die verifiziert werden. Das heißt, man weiß genau, wenn man eine Nachricht liest, die ist genau von diesem Autor. Toll, in so einer Internetwelt, wo das Ganze doch oft sehr anonym abläuft, finde ich das eine tolle Sache. Vielen Dank, gerade im Zuge von dieser Fake News-Debatte, die wir in letzter Zeit immer haben. So, von Fake News oder von verifizierten Nachrichten kommen wir jetzt zur Gruppe RustPC. Was das genau ist, das werden uns Jasper, Noah und Pascal gleich erklären, die gerade eine ganze Menge Equipment hier vorne auf die Bühne schleppen. Jetzt haben wir ein Bild und wir sind gespannt auf die Präsentation von den dreien zu RustPC. Viel Vergnügen!
Die meisten von euch haben ja sicher eine SD-Karte in ihrem Smartphone, um mehr Speicher zur Verfügung zu haben. Das geht nicht nur mit einer SD-Karte, sondern auch zum Beispiel mit einem USB-Stick. Das Problem, dazu muss das Smartphone OTG-fähig sein. Das heißt, es muss mit dem USB-Stick kommunizieren können. Doch weil das nicht besonders viele Smartphones können und das trotzdem viele Leute gerne hätten, haben wir uns eine Lösung mit einem Raspberry Pi dafür entwickelt, daher auch unser Name RaspiG, wobei das G für das G von OTG steht. Ja, also der Raspberry Pi, für die, die das nicht wissen, das ist diese kleine Platine, es ist sozusagen der kleinste Computer, den man sich vorstellen kann. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben hier einen USB-Stick reingesteckt. Und der Raspberry Pi ist über einen zweiten USB-Anschluss mit dem Handy verbunden. Nun ist es so, dass Handys sich, sobald sie mit einem Computer verbunden sind, sagen sie dem Computer, okay, du darfst jetzt auf meine Daten zugreifen, kannst gucken, was da ist, darfst draufschreiben, darfst es lesen und alles. Und das nutzen wir jetzt, damit der Raspberry Pi sozusagen live, während es angeschlossen ist, die Daten vom USB-Stick über das USB-Kabel auf das Dateisystem vom Handy rüberbringt. Ja, da haben wir es nochmal schematisch dargestellt. Der Raspberry Pi liest den USB-Stick und sendet dann diese Daten ans Handy. Und dann haben wir wiederum eine App fürs Handy entwickelt, die diese Daten dann da wieder darstellt. Und das wird Pascal Ihnen erklären. Also unser Programm besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Programm, was auf dem Raspberry läuft, was ich euch gleich noch zeigen werde in Aktion. Und einer App auf dem Handy, die mehr oder weniger ein sehr einfacher Datei-Explorer ist. Der Raspberry öffnet den USB-Stick, liest sozusagen alle Dateien und Ordner aus, geht, wenn Ordner da sind, in diese Ordner rein, macht wieder dasselbe, bis er eben alle Dateien und Ordner gefunden hat. Und ja, schreibt dieses Dateisystem sozusagen dann in eine Datei auf dem Handy. Diese Datei wird dann von der App ausgelesen, dargestellt, wie eben normaler Datei-Explorer. Und dann kann man sich eben die Dateien, die man haben möchte, auswählen und die kopieren. Ja, also Pascal wird jetzt einmal demonstrieren, wie das ist. Wir haben in dem Raspberry Pi hier einen kleinen Stick reingetan und da sind eben ein paar Dateien drauf und jetzt wird er live per Script das einmal zeigen, wie diese Dateien gefunden werden. Das Ganze geht sehr schnell, also man sieht nur einmal kurz was über den Bildschirm flimmern. Hier oben sieht man eben, dass die Sämtliche Dateien und Ordner, die irgendwie auf diesem USB-Stick vorhanden sind. Und der Teil hier unten, ab dieser Leerzeile, ist dann eben die Datei, die daraus generiert wird, aufs Handy geschoben und dann von der App ausgelesen. Ja, und jetzt kommt noch ein weiterer Teil des Projektes. Und zwar ist es ja häufig so, dass Schulen und Bildungseinrichtungen nicht gerade sehr viel Geld für neue Medien zur Verfügung gestellt haben. Und da haben wir uns überlegt, was wäre besser, als wenn man dieses kleine Ding, was man eher ans Handy anschließt, gleich noch dazu verwenden könnte, als die Dinge, die man in der Schule braucht, also ein Präsentationsprogramm und alles, wenn man das über diesen Raspberry Pi aufs Handy bringen könnte. Und deshalb haben wir uns überlegt, dann basteln wir uns doch mal ein Betriebssystem zusammen auf dem Raspberry Pi, damit all das geht. Und dann ist jetzt der Plan, dass wir das darüber bringen. Ich werde einmal kurz zeigen, wie das aussieht.
Okay, jetzt lädt's. Also wir haben uns hier einen kleinen Desktop zusammengebastelt, der sozusagen einen kleinen Dateimanager, eine Kommandozeile und Büroprogramme, so, also alles, was man in der Schule hat, braucht. Und das möchten wir jetzt eben über Protokolle wie Remote Desktop oder ähnliches aufs Handy übertragen. Aber funktionieren tut das leider noch nicht. Also, das war unser Projekt. Vielen Dank. Und dass Dinge nach 3 so kurzen Tagen noch nicht zu 100% funktionieren, ich glaube, das ist definitiv zu verschmerzen. Und ihr werdet ja sicherlich wahrscheinlich an der Sache weiterarbeiten. Es war mitunter sehr sportlich. Das war bis jetzt die sportlichste Performance heute. Von dem RustPG, sozusagen diese OTG-Erweiterung und dieser kleine Minicomputer, den man für Schulen anbietet, was ich übrigens eine tolle Sache finde, da kann auch keiner sagen, das ist alles zu teuer, das können wir uns nicht leisten, das kann man nicht anschaffen. Ich hoffe, Sie werden da noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Und als nächstes werden uns Tobias, Levi, Moritz und Raphael erzählen, was Twektor ist. Der Marius hat auch noch mitgemacht, aber der ist bei der Präsentation jetzt erstmal nicht dabei. Wir sind sehr gespannt auf Twektor. Den Vogel kenne ich auf jeden Fall schon. Was es damit auf sich hat, sagt ihr. Viel Spaß. Genau, also wie man unschwer erkennen kann, ähnelt das sehr dem Twitter-Vogel. Twektor ist ein Wortspiel aus 2 Wörtern, einmal aus Twitter und Vektor. Darauf kommen wir später, das hat was mit unseren Analysetechniken zu tun. In unserem Projekt wollten wir halt Twitter-Profile vergleichen. Also wie ähnlich sie sind und das basierend auf dem Inhalt der Tweets. Das Ergebnis wollten wir dann auf einer Website grafisch darstellen und um das zu erreichen, wollten wir halt die öffentlichen Daten von Twitter, also die auch jeder mit seiner Webseite aufrufen kann, nutzen. Zu den technischen Begebenheiten und welche Probleme wir hatten, wird euch Levi jetzt was erzählen. Ja, also wenn man früher Texte vergleichen wollte oder mit Texten arbeiten wollte, war Twitter immer die Datenquelle der Wahl. Man konnte sehr leicht viele Textdaten abgreifen. In der letzten Zeit hat sich das leider vielleicht aufgrund der letzten politischen Ereignisse, Botnets etc. etwas verändert. Und zwar hat Twitter die Anzahl der Anfragen, die man stellen darf, sehr stark runtergestellt. Man darf nur noch 15 Anfragen in 15 Minuten stellen. Selbst wenn man surft, macht man deutlich mehr Anfragen. Das ist eigentlich unsere erste Projektidee, eine Wegfindung in Twitter selbst zwischen 2 Profilen. Streng nach der Idee, jeder ist über 6 Ecken mit jedem bekannt, so leider unmöglich gemacht. Nicht weniger cool ist natürlich unsere zweite Idee. Wir vergleichen Profile und berechnen einen Ähnlichkeitswert, eine Art Prozentwert, der sagt, wie ähnlich sich 2 Profile sind. Das Problem hierbei ist, das ist sehr ressourcenunfreundlich, sage ich mal, weil die ganzen Textdaten, die letzten 200 Tweets der Benutzer müssen geladen werden, komplett analysiert werden, verarbeitet werden, mit ganz viel Magie zu Werten ausgerechnet werden, die man vergleichen kann. Das Ergebnis unseres 3-tagigen Projekts ist jetzt im Prinzip ein Programm, das mit der Twitter-API kommuniziert, das die letzten 200 Tweets zweier Benutzer ins Backend zieht, also auf den Server. Dort haben wir einen Algorithmus entwickelt, der die Daten mit ganz viel Magie in Mathematik umwandelt, die man vergleichen kann. Also können wir 2 Profile miteinander vergleichen und diese Ähnlichkeit berechnen. Das Ganze wird auf einer Website grafisch dargestellt. Ja, und da nutzen wir HTML, CSS und JavaScript. Und bei dem Frontend hat man jetzt die Möglichkeit, 2 Benutzernamen einzugeben. Leider können die Benutzer derzeit nur auf englischer Sprache richtig analysiert werden, da wir nur die englischen Ergebnisse dazu liefern können. Auf jeden Fall gibt man dann diese 2 Benutzernamen ein und dann wird es von uns analysiert. Und dann haben wir etwas unterhalb, das Ergebnis wird dann dargestellt. In dem Fall 115%, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und was derzeit noch nicht ganz funktioniert, ist, dass darunter nochmal die Profildetails angezeigt werden. Zum Beispiel der Link nochmal zu dem Profil, aber das kriegen wir sicher noch hin. Das war es dann auch mit unserer Präsentation. Und wenn ihr euch unser Projekt nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne auf bitbucket.org/twektor machen.
Okay, kommen wir jetzt zum Thema Lernen. Denn eins oder eine gewünschte Bedingung von Jugendhakt oder eine gewünschte Eigenschaft ist, dass man nämlich Dinge kreiert und schafft, die man ja der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellt und mit denen man irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Welt verbessern kann. Und womit könnte man die Welt besser verbessern als mit Bildung und mit Lernen? Deshalb freuen wir uns jetzt auf PyLearn von Fabian, Paul und Karl. Und die haben noch Victoria im Gepäck. Was die damit zu tun hat, wird sie uns gleich selbst verraten. Wenn aus einem Blue-Black-Screen dann auch wieder ein Bild wird. Alles klar, viel Spaß. Ja, also willkommen in der Zukunft des Lernens. Und zwar wurde hier bei Jugendhakt entwickelt. Und ja, und zwar mit Hilfe eines durch ein Programm namens PyLearn. Und jetzt fragen Sie sich sicher, was ist es und was hat es damit auf sich? Und das werden wir Ihnen in drei kurzen Vorträgen erklären. Und zwar fängt dabei Karl an, und zwar zu dem Thema, was ist PyLearn? Also, was ist eigentlich PyLearn? PyLearn ist ein community-geregelte Open-Learning-Plattform. Was heißt das? Also man kann teilnehmen an Workshops und Kursen und die Community macht die Kurse selber. Das einzigste Problem dabei ist, dass die Qualität von den Kursen manchmal nicht so gut ist, aber das regelt das Reputationssystem. Was ist das Reputationssystem? Jeder Nutzer hat eine Punktzahl, Reputation. Diese gibt an, wie man sich für die Community einsetzt und die Qualität für die Beiträge oder der Beiträge. Wie bekommt man Reputation? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Allgemein gilt, dass man halt gute Beiträge oder gute Inhalte hochlädt. Diese sind erkennbar durch Upvotes. Was bringt einem Reputation? Also je mehr Punkte man hat, desto mehr Berechtigung hat man. Zum Beispiel man kann voten und downvoten oder man kann Kurse erstellen oder halt Workshops und man kann User sperren. Daher die Community regelt und regiert die Webseite, aber Qualität ist gewährleistet. Ich werde euch jetzt erstmal die Kriterien von guten Kursen, also wie man einen guten Kurs erstellt. Kriterien sind, dass die Kurse inhaltlich korrekt sind und dass sie gut und verständlich erklärt wurden. Sie sollten aber auch nicht allzu speziell und nicht allzu gemein sein. Ich werde euch jetzt Beispiele für gute und schlechte Kurse sagen. Als erstes fange ich mit den guten an. Zum Beispiel eine Objektorientierung in Python oder die HTML-Grundlagen. Das ist eine Programmiersprache. Jetzt nenne ich euch Beispiele für einen schlechten Kurs. Und das sind zum Beispiel, wie man eine Android-App erstellt. Oder wie erzeuge ich Schatteneffekte in CSS. Jetzt werde ich euch die Voraussetzungen, um einen Kurs zu erstellen, nennen. Zum Beispiel, als erstes braucht man 75 Reputationspunkte. Das soll dafür sein, dass man vor Spam schützen soll und auch nicht rumtrollen kann. Für die Durchführung eines Kurses muss man erstmal einem Kurs beitreten. Und wenn man einem Kurs beitritt, kann man Videos sehen, Infomaterial, also Texte, und Quizze machen. Und man kann sich in Foren kommunizieren. So, jetzt demonstriere ich das Programm, das wir jetzt bis jetzt geschafft haben, noch kurz. Ich habe jetzt schon mal die Anmeldedaten eingegeben, dann meldet man sich an und dann dauert es kurz. Ja, das sollte jetzt eigentlich etwas schneller gehen. Ah, ja. So. Ja, das lädt jetzt. Das liegt anscheinend in meinem Computer. Also auf der Startseite, da wird es, wie Sie gleich sehen werden,
wird dann kurze Beschreibung für was Pylon ist angezeigt und später können da auch so Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse oder wichtige Termine angezeigt werden. Dann gibt es in Pylon ein globales Forum, also ein Forum über die ganze Webseite. Da tauscht man sich über die gesamte Webseite aus. Also da gibt es dann zum Beispiel, da sagt man dann zum Beispiel, ich würde mir den und den Kurs wünschen oder ich könnte den und den Kurs anbieten. Dieses Forum dient der Verwaltung von Pylon. Und dann gibt es hier auch noch eine Seite über die Kurse. Ja, hier gibt es jetzt einen Kurs. Wir haben mal einen Kurs über Meerestiere erstellt als Beispielkurs. Dann geht man auf zum Kurs und ja, es geht. Das kann ich gleich dafür. Ja, wir haben jetzt auch ein Video eingebunden, aber dazu sagt Victoria was. Ja, ich habe ein Video über Meeresschildkröten gemacht und ja, wir schauen das am besten einfach mal an. Hallo, ich bin Victoria. Ich werde euch heute etwas über Meeresschildkröten beibringen. Ich hoffe, es gefällt euch. Der Panzer einer Meeresschildkröte ist flacher als von anderen Schildkröten. So hat er. Ja, also Sie sehen, man kann Videos hinzufügen und später auch Texte. Und dann gibt es zu jedem Kurs auch noch ein kleines Forum, wo man sich dann speziell über die Inhalte des Kurses austauscht. Ja, das war jetzt die Demonstration des Programmes. Falls Sie, also dieses Projekt wurde jetzt hier bei Jugend Hackt entwickelt und falls Sie mehr darüber erfahren wollen, haben wir einen Twitter-Account eingerichtet und zwar @py_learn und da können Sie mehr über unser Projekt erfahren und werden dann auch über Benachrichtigungen auf dem Laufenden gehalten. Wir haben es nämlich bis jetzt noch nicht geschafft, das Projekt lauffertig auf eine Webseite zu stellen, aber wenn das so ist, werden wir das auf diesem Twitter-Account mitteilen und für die ersten paar Anmeldungen gibt es ein kleines Anreiz, und zwar, die kriegen ein bisschen Bonusreputation. Ja, dann werde ich mich danach gleich mal versuchen anzumelden, um den Bonus gleich noch mitzunehmen, den ihr hier sozusagen bietet. Vielen Dank für die Präsentation. Wir bleiben beim Thema Lernen und kommen jetzt zum Quizobot. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Habe ich? Ach, Gott sei Dank. Was der Quizobot, ich übe das einfach immer weiter, genau kann und was er einem dann so alles beibringt, das erzählen uns jetzt Johannes, Erik, Franz, Linus und Lasse. Viel Spaß also, damit. Also, wie bereits gesagt, unser Projekt heißt Quizobot und das wird ein Roboter, mit dem man spielerisch Technikverständnis kriegen soll und man soll halt auch dabei was lernen. Mach weiter. Ja, dieser Roboter ist halt ein Quizroboter und der stellt halt Fragen. Und wenn man jetzt eine Frage richtig beantwortet, kriegt man 2 Punkte, Coins. Und wenn man halt was falsch beantwortet, wird einem ein Punkt abgezogen. Von diesen Punkten kann man sich dann Minispiele kaufen im Shop und die Minispiele dienen halt dazu, dass man mehr Coins verdient, um Motivation zu erhalten. So, wir hatten auch einige Probleme, zum Beispiel haben wir in verschiedenen Scratch-Versionen gearbeitet und dadurch konnten wir die Projekte nicht zusammenfügen. Dann hatten wir Systemabstürze, ohne dass wir gespeichert hatten. Also mussten wir nochmal komplett von Anfang an anfangen. Und ja, weiter. Und jetzt zeigen wir das Programm. Einen Moment, bevor wir das Programm zeigen, stellen wir noch die anderen Leute vor. Also, ich habe mir die Fragen für den Quizobot ausgedacht und habe eines der Minispiele ausgedacht. Ich habe die Augen designt. Was genau die Augen sind, dazu gleich dann später mehr. Und halt Dinge, die so anfielen, noch gemacht. Also, ich habe auch ein paar Minispiele programmiert und ja, die sind leider nicht
eingefügt und das ist noch in der Alpha-Phase. So, ich bin der Lasse, ich habe das Ganze programmiert und wir starten jetzt mal den Quizobot. Wie man sehen kann, er schläft noch, hier die Augen. So, dann wecken wir ihn mal auf mit Leertaste. Hallo. Benutze links und rechts, um die Fragen zu beantworten. Also die Pfeiltasten links und rechts. Einen Moment. So, hier sind zwei Tasten mit Nein und Ja. Und einmal Shop, dazu komme ich gleich. Ist die... Ah, scheiße. Tut mir leid. Ist ein Pilz eine Pflanze? So, dann mache ich mal Nein. Wie man sieht, man bekommt zwei Coins. Und davon kann man sich gleich was im Shop holen. Ist eine kinetische Energie... Warte. Ah, scheiße. Tut mir leid. So. Ja. Ist Augsburg die Hauptstadt von Luxemburg? Ich mach mal jetzt Nein. Und man kriegt... Hä? Scheiße. Tut mir leid. Ja, okay. Gehen wir einfach zum Shop. Okay, jetzt geht's. So, das sieht so aus. Bis jetzt kann man sich nur eine Sache freischalten. Ich mach das mal. Es ist halt noch in der Alpha-Phase, deswegen passiert jetzt das hier. Guckt man nach ganz unten bei dem Programm, da sieht man ein kleines Männchen, der eigentlich dieses hier rumlaufen soll in diesem Labyrinth. Und der soll, warte... Er soll dorthin kommen. Ja, das ist Quizobot bis jetzt. Und wo das Programm später laufen soll, ist der Raspberry Pi mit Display. So ein Absturz, wenn man wirklich sehr viel Zeit schon reingesteckt hat. Und dann von einem auf den anderen Moment ist alles weg. Und dafür muss ich sagen, haben sich wirklich wieder von null eigentlich gut nach oben gekämpft. Dafür bitte nochmal einen ganz, ganz kräftigen Applaus. Das war nämlich ganz schön hart. Vom Thema Lernen kommen wir jetzt einmal zum Thema Umwelt. Die Gruppe CO2-Bilanzanzeiger mit Birgit, Kolja und Volker wollen mit ihrer Idee uns nämlich tatsächlich etwas zum Nachdenken anregen und damit die Welt verbessern. Viel Spaß! Ja, unser Projekt heißt CO2-Bilanzanzeige und wir haben das zu dritt gemacht. Und Volker und ich haben den Code geschrieben und die Schaltung uns ausgedacht. Und Birgit hat das 3D-Modell entwickelt. Also erstmal noch was zu den Beweggründen des Projekts. Und zwar das Ganze war eigentlich dafür gedacht, mal etwas zu verdeutlichen, wie das mit den CO2-Ausstößen etc. ist. Denn viele Leute fahren ja alleine mit dem Auto überall hin geführt. Und es gibt sicher immer noch Leute, die das gleiche Ziel haben, aber trotzdem mit anderen Autos fahren. Das soll halt so ein bisschen zeigen, dass es eventuell besser wäre, wenn mehrere Leute in einem Auto fahren würden. Und das heißt, Sie kennen ja sicher alle diese Blitzer, ne? Jeder wurde, oder wahrscheinlich nicht jeder, aber der Großteil der Leute wurde wahrscheinlich schon mal geblitzt. Und ungefähr so sollte das dann im Großmaßstab irgendwann mal vielleicht an der Straße stehen oder so. Wir konnten das Ganze jetzt aber aus Zeit- und Materialgründen, weil wir kein Auto haben, nur als Modell umsetzen. Und zu genau diesem Modell wird euch Birgit gleich etwas erzählen. Ich habe das Automodell am Computer entwickelt und das habe ich halt jetzt am Wochenende gelernt und die Schaltung funktioniert so. Okay, ja, also soll, wenn man 1 drückt, soll die rote LED aufleuchten, das soll dann später mal, weil es gibt ja auch diese LEDs, also diese
wenn man auf eine andere Spur fahren soll oder so. Das soll signalisieren, das ist nicht so gut, nimm noch jemanden mit, wenn zwei drin sind. Dann leuchtet die gelbe, weil das heißt, es ist schon ganz gut, aber du kannst noch jemanden mitnehmen. Und wenn in diesem Fall drei leuchten, dann leuchtet die grüne, weil das heißt, super, du hast eine Fahrgemeinschaft gebildet. Und zu dem Code, also wie das geschrieben ist, wird euch Volker jetzt noch was erzählen. Richtig, das werde ich. Und um nochmal ganz kurz etwas zu zeigen, das werde ich ganz kurz machen, bauen wir es hier nochmal ganz kurz um, damit die Webcam darauf zeigen kann. Leg's einfach hin. Denn, einen Moment. Da. Das müssen wir ganz kurz hinbekommen. Am besten, wir halten es einfach davor, so. Und wenn man dann die Lampen auch sehen würde, theoretisch im Modell, beziehungsweise die Lampen, ja, hochhalten, sehr schön. Und wenn, ja, jetzt nochmal zum Zeigen, wenn eine Lampe gedrückt wird, leuchtet rot, wenn zwei gelb und bei drei sieht man nicht so gut, aber grün. Es leuchtet, das kann ich versprechen. Und jetzt aber wirklich mal zum Code. Diesen haben wir hier. Zur Schaltung sage ich danach eventuell auch nochmal kurz was. Und eigentlich möchte ich nur auf einen Teil des Codes wirklich eingehen. Das ist nicht meine Schuld. Einen Moment. Das lässt sich beheben. Oh, komm. Nein, die Scheiße. Ich mache es einfach mal so und im Grunde genommen möchte ich gar nicht groß auf den Code eingehen, ist mit C geschrieben, diese Programmiersprache habe ich jetzt gestern erst gelernt und dann eben den Code damit geschrieben, war nötig, hat auch funktioniert, letztendlich dann. Und im Grunde genommen wird einfach der Input aus dem Arduino Uno, den wir hier genutzt haben, ist auch so ein kleiner Minicomputer, nicht ganz so gut wie der Raspberry Pi, aber auch ein kleiner Minicomputer. Und die Inputs der Schalter werden in diesem Code hier erfasst, werden ausgewertet und dann wieder in die LEDs. Ja, mehr oder weniger wird dann der Output eingeleitet und hier habe ich das Ganze nochmal ja, visualisiert. Sieht man auch gut, gefällt mir. Das heißt, wir haben hier unseren Arduino. Kann ich mal ganz kurz machen. Da haben wir unseren Arduino, ist dieser kleine Computerchip. Da sind die drei LEDs, wer was davon versteht, wird aber nicht was anfangen können. Und das hier sind unsere drei Schalter, die eben mit dem Arduino, dem Minicomputer, verbunden sind und dann auch funktionieren, wie man hoffentlich gut gesehen hat. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Das war im Grunde genommen unser Projekt und ja, ich hoffe, es könnte mal in die Realität umgesetzt werden. Ihr nehmt das quasi wirklich mit Code die Welt verbessern, ihr wollt damit den Planeten retten, mit dem CO2-Bilanzanzeiger. Sehr toll, die Grafik mit den ganzen Kabeln hat mich so ein bisschen an meinen Werkenunterricht so mit Elektrotechnik irgendwie so ein bisschen erinnert. Habe ich keine guten Erinnerungen tatsächlich, aber ich glaube, ich hatte auch nicht so tolle Mentoren wie dieses Wochenende. Und zum Thema Programmiersprache. Ich kann überhaupt nicht programmieren. Für mich war das sowieso alles wie Voodoo. Und hier setzen sich junge Menschen hin und lernen tatsächlich innerhalb von einem Tag eine neue Programmiersprache, um ihre Idee umzusetzen. Also da muss ich sagen, Hut ab und tolles Produkt rausgekommen. Wir hoffen, dass es vielleicht sogar noch weiterentwickelt werden kann. Was jetzt hier vorne steht, das habe ich schon mal gesehen und irgendwie auch schon mal gehört. Wir sind gespannt, was uns Alexa, so heißt die Dame, nämlich die virtuelle, gleich erzählen wird bei dem Projekt Fake Police von Benedikt und Jonathan. Viel Vergnügen. Ja, wir haben uns mit der Programmierung eines Alexa-Skills befasst. Und zwar haben wir das Ganze mit einem Echo-Dot getestet. Viele von Ihnen kennen das vielleicht. Und ja, unser Ziel war es, gerade ein ganz aktuelles Thema, auch wegen Donald Trump und anderen Dingen, Fake News, man kann nicht immer den Sachen trauen, die man im Internet liest. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, einen Skill für Alexa zu programmieren, der sozusagen spielerisch und auch den in sozusagen
den Instinkt von Leuten auf die Probe stellt, Fake News nur am Titel zu erkennen. Ja, dabei fallen dann auch Statistiken ab. Die Statistiken werden wir aus, also wir wollen bloß wissen, wie beantworten die Nutzer das? Also haben sie jetzt auf die Fragen richtig beantwortet oder falsch beantwortet? Und das können wir dann auswerten und können dann auch den Nutzern so ein Feedback geben. Das heißt, wie sind sie im Schnitt mit anderen Nutzern? Genau. Und man bekommt dann natürlich auch immer nochmal, man wird darauf aufmerksam gemacht. Wie haben wir das Ganze programmiert? Wir haben hauptsächlich die Programmiersprache JavaScript verwendet. Nebenbei noch eine MySQL-Datenbank, die haben wir über PHP angesteuert. Und natürlich das Developer-Portal für den Sprachassistenten. Genau. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben unseren Nutzer, der sozusagen mit dem Gerät interagiert. Das Gerät sendet sozusagen dann die Daten an das Alexa Voice Kit. Das haben wir über das Developer-Portal programmiert. Man kann als Nutzer das Voice Kit auch über die Alexa-App dann sozusagen noch personalisieren. Das Voice Kit sendet dann die Daten, je nachdem, was der Nutzer sagt, an unsere Lambda-Funktion, welche wiederum mit unserer Datenbank kommuniziert, auf der die Statistiken gespeichert sind. Und dann geht sozusagen das Signal zurück, bis es sozusagen zu einem Output kommt, was dann Alexa vorlesen bzw. wiedergeben kann. Ja, unser Skill beinhaltet bis jetzt 30 Fragen und bietet individuelle Antworten für höhere Interaktivität. Also das sind insgesamt 24 Standardantworten für falsche und richtige Antworten. Und wir können einfach die Fragen erweitern. Ja, und jetzt wollen wir euch noch eine kleine Vorführung geben. Alexa, öffne Fake Police. Hier ist die Fake Police. Enttarne Fake News. Bist du bereit? Ja. Undefined. Was meinst du? Echt oder falsch? Und vorne. Öffne Fake Police. Bis bald. So, Alexa, öffne Fake Police. Hier ist die Fake Police. Ja. Dank meinem neuen Software-Update kann ich jetzt in der Mikrowelle geladen werden. Was meinst du? Echt oder falsch? Falsch. Heiliger Strohsack. Ich hätte es nicht besser gewusst als du und 50% der Spieler. Bist du bereit für die nächste Headline? Ja. Mit 43 Kilometern pro Stunde geblitzt, Papagei als Temposünder in der 30er-Zone unterwegs. Was meinst du? Echt oder falsch? Echt. Unglaublich, du hast recht. 50% der Nutzer sind auch deiner Meinung. Wollen wir gleich weitermachen? Ja. Petri unter ständigem Personenschutz, von linken und enttäuschten AfD-Anhängern bedroht. Was meinst du? Echt oder falsch? Falsch. Gott im Himmel! Selbst du und 80% der Spieler können sich irren. Bist du bereit für die nächste Headline? Nein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Genau. Also man sieht, man bekommt sozusagen Schlagzeilen vorgelesen und da haben wir sozusagen schon ziemlich viele eingefügt. Und man sollte dabei darauf aufmerksam gemacht werden, wie einfach sozusagen sich auch Fake News unter die Headlines mischen. Und die ganzen Antworten werden einmal in fragenspezifischen Statistiken gespeichert, dass ich sozusagen weiß, wie viel Prozent der Nutzer welche Frage wie beantworten. Und auch in eine Statistik für jeden einzelnen Nutzer, um zu wissen, wie gut der Nutzer, also sozusagen die Intuition des Nutzers ist, diese Headlines zu erkennen. Ja, zukünftig wollen wir, dass die Fragen automatisch hinzugefügt werden können, haben bis jetzt aber noch keine passende Datenbank gefunden, mit wo wir zu gleichen Teilen Fake News und echte News herkriegen, die natürlich auch schwer zu unterscheiden ist. Wir wollen auch, dass die Fragen aktuell bleiben, weil es bringt nichts, Fragen von vor 10 Jahren zu beantworten, die eh keinen mehr interessieren. Und wir wollen noch, dass wir die Statistiken besser auswerten können, zum Beispiel über Diagramme. Genau, es kommen jetzt noch die letzten Fehlerverbesserungen. Heute Abend wird der Skill dann bei Amazon eingeschickt. Und ab Dienstag kann ihr dann jeder, das können Sie auch gerne weitererzählen, wenn Bekannte oder Freunde von Ihnen so ein Echo-Dot haben oder wenn Sie selber einen haben. Und zwar kann man dann ab Dienstag oder spätestens ab Mittwoch kann dann jeder mit Alexa aktiviere Fake Police diesen Skill auf dem Alexa-Gerät aktivieren und auch benutzen und dazu beitragen, die Datenbank mit den ganzen Statistiken zu erweitern. Ja.
ihr habt das Thema echt oder falsch wirklich euch zu Herzen genommen und ein toller Skill, wie ich finde. Ich finde es vor allem toll, dass ihr nur mit diesen Headlines arbeitet, denn man hat ja nun mittlerweile gemerkt, dass viele Leute tatsächlich einfach nur noch die Schlagzeilen lesen, den Rest vielleicht noch nicht mal unbedingt. Von daher ist es eine sehr gute Medienkompetenzübung, die man hier mit Alexa tatsächlich machen kann. War eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Ich finde, Alexa wirkt auch durch ihre programmierten Antworten damit jetzt auch endlich mal ein bisschen menschlich. Und ja, das waren sie. All die Projekte, all die Ergebnisse, die jetzt an diesem Wochenende im Eiltempo erdacht und entwickelt wurden mit ganz viel Hirnschmalz, mit einer Menge Probleme auch, die man lösen musste, wie man auch heute hier jetzt noch gesehen hat. Ich glaube, es war eine tolle Erfahrung für alle, die teilgenommen haben. Also ich habe das Ganze einfach nur mit der Videokamera sozusagen dokumentarisch begleitet und war selbst sehr oft einfach baff zu sehen, wie man sich mit unendlich scheinenden Codezeilen auseinandersetzt. Ich wäre wahrscheinlich schon längst eingeschlafen oder hätte sowieso nicht gewusst, was da eigentlich steht. Also wie gesagt, ein tolles Wochenende geht jetzt hiermit zu Ende. Wir können noch mal einen ganz kräftigen Applaus für alle Gruppen. Ganz, 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 ganz toll. Und die letzten Schlussworte, die überlasse ich noch einmal Danilo und Lisa. Bitte sehr. Genau, danke schön. Ich habe noch ein paar Hinweise, ein paar allgemeine Hinweise für euch, also direkt jetzt an die Teilnehmer des Wochenendes. Ihr könnt jetzt gleich im Anschluss an die Präsentation da vorne T-Shirts kaufen, die manche auch schon gekauft haben, für einen Zehner. Genau, das ist das eine. Und wenn ihr dann da vorbeigeht, das solltet ihr unbedingt tun, denn da bekommt ihr dann auch eine Teilnahmebestätigung für das Wochenende. Genau. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass das auch für uns ein total tolles Wochenende war. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Aber das haben wir natürlich nicht alleine geschafft. Wir haben ganz viel Hilfe bekommen aus verschiedenen Richtungen. Und deswegen wollen wir da jetzt nochmal kräftig Danke sagen. Genau, zum einen, sowas muss natürlich immer finanziert werden. Wir haben Sponsoren, denen wir gerne danken möchten. Also in erster Linie natürlich der Open Knowledge Foundation und dem Verein Mediale Pfade, die uns total großartig unterstützt haben. Dann war die Landeszentrale für politische Bildung Kooperationspartner. Auch bei denen möchten wir uns gerne bedanken. Wie auch der Firma Papenburg und die Stadt Halle, die uns finanziell mit unterstützt hat. Jetzt muss ich kurz mal auf den Zettel gucken. Außerdem die tolle Beleuchtung hier, da bedanken wir uns ganz herzlich bei Radio Korax, die uns die vielen Lämpchen zur Verfügung gestellt haben. Soweit erstmal von der finanziellen Seite her und dann die Umsetzung. Da waren natürlich noch ganz andere Leute mit beteiligt. Ich habe noch was vergessen. Ich würde jetzt einfach mich noch mal ganz herzlich bei Robert von Mediale Pfade bedanken und ihn noch mal auf die Bühne bitten und seinen riesigen Applaus abholen. Danke, Robert. Und in Abwesenheit vielleicht am Stream noch mal ganz herzlich bei Paula bedanken. Paula! Genau, dann bedanken wir uns auch bei allen Mentorinnen und Mentoren. Die haben das hier alles ehrenamtlich gemacht. Und damit mal alle sehen, wie viele das waren, bitte ich die Mentoren noch mal bitte alle auf die Bühne. Liebe Mentoren, kommt vor. Das ist euer Applaus, genau. Ja,
Wissen und Engagement die Jugendlichen dabei unterstützt haben, ihre Projekte umzusetzen. Und dann möchten wir auch noch, weil die konnte heute leider nicht mehr dabei sein, über den Stream ganz herzlich die Tara grüßen und uns bedanken. Die hat uns auch geholfen. Genau, also auch an euch nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Das war großartig, wie ihr euch eingesetzt habt. Genau, Carsta, wo ist eigentlich Carsta? Und die Anne, ja, da hinten, unser Orga-Team. Natürlich braucht es auch immer Leute, die sich um sowas wie Essen kümmern und trinken und dass immer alles irgendwie gut läuft. Genau, kommt auch mal mit vor. Ja, also ein Applaus. Lorenz jetzt? Da drüben. Achso. Ich bin eingebaut bei den ganz vielen Mentoren. Genau, dann übergebe ich das Wort erstmal wieder an dich. Genau, wenn man sich das gerade überlegt, man hat diese Präsentation gesehen, sie waren bis zu 5 Minuten, dann sieht man aber diese ganze große Menge an Menschen, also da steckt wirklich eine ganze große Menge Arbeit, Enthusiasmus und viel Zeit dahinter, das so umzusetzen. Ich denke mal, wenn das Videomaterial dann irgendwann die Gigabyteweise dann irgendwann mal verarbeitet sind, werden Sie das, können Sie sich davon auch mal selbst überzeugen mit einer kleinen Dokumentation, wo man dann wirklich mal sieht, wie chaotisch das Ganze dann abläuft. Zwischen Bergen von Kabeln und Chips und whatever. Also es wurde, wie gesagt, ganz, ganz viel genutzt, gewerkelt, gedacht. Tolles Wochenende und jetzt nochmal zum Abschluss, die Mentoren stehen ja schon da, holen wir noch einmal unsere Teilnehmer auf die Bühne, sodass man einfach mal sieht, wer wirklich jetzt dieses Wochenende an dem ganzen Projekt mitgearbeitet hat. Liebe Teilnehmer, Handys weg da hinten und kommt mit vor. Jetzt gehe ich mal weg, ich möchte mehr eingebaut sein. Ganz schön viele Menschen, die an so einem Projekt mitgearbeitet haben. Aber ich glaube, es war für alle eine tolle Erfahrung. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass Sie heute hier waren und auch im Internet mit zugeschaut haben. Und ja, wer Interesse hat an den ein oder anderen Sachen, ich hoffe, sie werden noch weiterentwickelt. Ein paar Teams haben ja schon gesagt, wo man die Sachen dann später bekommen kann. Und ich hoffe, dass ihr alle in irgendeiner Form weiter dabei bleibt, mit Code oder mit Technik in irgendeiner Art und Weise weiter die Welt zu verbessern. Wir bedanken uns und wünschen noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, tschüss. Genau, und Karl macht jetzt noch einfach ein bisschen Musik zum Ausklang. Wer noch etwas essen möchte, es dürfte noch etwas da sein. Und gern auch mit unseren Teilnehmern ein bisschen sich über die ganze Sache unterhalten. Ich glaube, die haben eine Menge zu erzählen.